Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute wieder mit ein paar Gedanken. Wahrscheinlich wieder kontroverse Gedanken. Weil immer, wenn man irgendein altes Weltbild in Frage stellt, immer, wenn man irgendwie neue Gedanken hat, dann ist es irgendwie immer kontrovers. Ihr seht es ja schon anhand des Titels. Und zwar stelle ich mir momentan die Frage, oder kam mir so der Gedanke, müssen scheinlich selten sein. Bevor jetzt wieder ein paar in den Kommentaren ausflippen und mich missverstehen. Das ist eine Frage, die ich mir stelle, ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das heißt nicht, dass das 100% meine Meinung ist und das heißt nicht, dass das 100% stimmt. Das heißt auch nicht, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, hey, so muss es sein, Shinies dürfen nicht selten sein. Nein, ihr müsst jetzt was dran ändern oder so. Das ist ein Diskussionsthema, bevor mich ein paar wieder missverstehen und mich da langweilen. Wir schauen uns auf beide Seiten an, ich bin mir selber nicht sicher. Ich bin wahrscheinlich so 60, 40, keine Ahnung. Das sind nur so Gedanken. Das ist kein Statement von mir. Aber jetzt so die letzten paar Tage mit den Shinies, was da so passiert ist. Lapras, Sichlor, Potrot, Haspiror. Da kamen mir so ein paar Gedanken. Und ja, die Frage stellt sich jetzt, müssen Shinies selten sein? Das ist natürlich so dieser alte Gedanke von den normalen Spielen, wo jeder sagt, ja, es war so geil, Alter. Ich habe 1000 Jahre mein Gameboy resettet, damit ich ein Shiny dies und das bekomme. Und jetzt hier in Pokémon Go wird ein Shiny nachgeschmissen. Meine Frage ist halt, ja und, ist es so schlimm? Also erstens, das sind natürlich zwei verschiedene Spiele. Wir haben es ja zum Beispiel auch an Let's Go gesehen, Pikachu und Evoli. Da waren Shinies ja jetzt auch relativ leicht zu bekommen. Und, ja, es kam relativ gut an. Es war sehr, sehr beliebt. Das Shiny-Jagen ging so ab, die ganzen Livestreams und die ganzen YouTuber, die das, oder Streamer allgemein, Gamer, die das gestreamt haben und da dann die ganzen Shinies gejagt haben, das ging echt krass ab. Und das war ja auch relativ leicht zu bekommen. Das ist halt ein anderes Spiel. Pokémon Go ist halt auch ein anderes Spiel im Vergleich zu der Main Series. Wir hatten jetzt ein paar Events, zum Beispiel das Käfer-Event und ich weiß gerade gar nicht, was das Event davor war. So ein schlechtes Gedächtnis habe ich. Also das Einzige, was dort eigentlich neu war, waren halt die Shinies. Es gab eigentlich keinen Bonus, es gab natürlich so wie immer keinen Content. Das mit Content ist eh so eine andere Sache. Aber so wie Niantic das Spiel führt, ist das Einzige, was Neue, was sie bringen, Shinies. Und wenn da nicht jeder das Shiny bekommt, gibt es natürlich schon so eine Art Frustration. Und ich frage mich halt, ist es eigentlich so schlimm, wenn jeder ein Shiny bekommen würde? Sagen wir jetzt mal als Beispiel, das Käfer-Event letztens. Anstatt Shiny Sichlor bringen sie irgendein neues Käfer-Pokémon. Und das Käfer-Pokémon, das neue, ist genauso selten wie ein Shiny Sichlor. Und das ist der neue Content sozusagen, was Niantic uns bringt. Wie viele Leute würden sich darüber aufregen, dass sie das neue Pokémon nicht bekommen haben? Also die neue Sache, der neue Content. Ist ja egal, ob es ein neues Shiny ist oder ein neues Pokémon. Wie viele Leute würden sich darüber aufregen, dass sie die neue Sache nicht bekommen haben, weil es einfach so selten ist? Eine Menge Leute, oder? Anderer Vergleich, Quest Day. Quest Day Barshua. Alter, Niantic wurde im Internet zerstört, weil das Shiny so selten war. Klar gab es ein paar Leute, die sagen, hey, ist doch gut. Shinies sollen selten sein. Das hält Spannung am Leben. Wir sollen nicht alles hinterhergeschmissen bekommen. Und ja, stimmt auch, aber ich denke halt jetzt so, ist doch gar nicht schlimm, wenn jeder ein Shiny bekommt. Ist sogar besser eigentlich. Zum Beispiel jetzt an dem Vergleich. Danach kam der Quest Day Perlu, wo die Shinies massenhaft verteilt wurden. Und der kam richtig, richtig gut an. Jeder hat seine Shinies bekommen, jeder war zufrieden. War das jetzt so schlimm? Nicht wirklich, oder? Auch C-Days. Jeder kriegt seine Shinies. Und jeder ist zufrieden. Und C-Days sind die beliebtesten Events, die Pokémon Go jemals rausgebracht hat. Jeder feiert C-Days. Jeder kriegt seine Shinies. Shinies sind trotzdem noch geil. Jeder ist zufrieden. Und es ist nicht schlimm, dass jeder dort ein Shiny bekommt. Deswegen frage ich mich halt jetzt, wieso nicht bei jedem Pokémon so? Wieso nicht bei jedem Event? Ist ja eigentlich so schlimm, wenn jeder ein Shiny bekommt. Vor allem so wie Niantic das Spiel ausrichtet und uns mit Shinies abrichtet und das eigentlich das einzige Neue ist, was sie liefern, ist doch ziemlich frustrierend, wenn nicht jeder die neue Sache bekommt. Ich kann schon dieses Argument mit dem nicht selten und hinterhergeworfen verstehen, aber eigentlich ist es ziemlich egal. Auch wenn es nicht selten ist, die Leute wollen es haben, die Leute freuen sich drüber. Wie gesagt, man sieht es an den Quest Days und C-Days und den anderen Events. Ich meine, Safari-Zonen Shinies sind ja auch ziemlich, ziemlich häufig. Wenn man erstens während des Events, beim Event, da kriegt man so viele Shinies. Dortmund, die Leute hatten 30, 40, 50 Shinies. Und die haben sich trotzdem noch gefreut. Und die ganzen Leute, die nicht auf der Safari-Zone sind, die kriegen ja auch trotzdem ihre Potrots, Entons, Minun, Plusle, Pinsir. Alter, wie viele Pinsir habe ich gefangen? Shiny. War trotzdem geil. Die Leute freuen sich. Einfach nur, weil sie es haben. Und an sich ist es ja eigentlich nicht schlimm. Denke ich mir halt jetzt so momentan. Zum Beispiel auch jetzt das Sichlor-Nest oder Sichlor-Shiny ist ja erhöht. Auch Lapras, dazu kommen wir gleich noch, aber Sichlor. Und schlecht ist es nicht. Die Leute gehen raus, gehen zum Nest, auch wenn das Nest ziemlich schlecht ist.
Und ich habe so viele Leute dort gesehen und die nutzen das halt. Normalerweise, erstens Siglo-Nest uninteressant, zweitens Pinakothek uninteressant, aber jetzt waren so viele Leute dort und haben sich halt einen Shiny gegönnt. Die Leute waren draußen, waren aktiv, haben gezockt, ohne Event, einfach nur um diese Shiny zu bekommen. Ich finde daran nichts Schlimmes, dass jetzt so viele Leute einen Shiny Siglo bekommen haben. Und das kann man ja eigentlich für jedes Pokémon machen. Was wäre daran so schlimm? Auch Lapras. Lapras, ich habe meins bekommen, check das Video ab. Und ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, dass sie auch eins bekommen haben. Also die Chance muss eigentlich ziemlich hoch sein. Also auf jeden Fall erhöht als Normal-Quest. Und ist das schlimm? Nee, jeder freut sich über seinen Shiny Lapras. Vor allem, wenn man manche Pokémon in Shiny so häufig macht oder so leicht verfügbar macht und dann bei manchen so geizt, macht es das natürlich schon für Sammler und Jäger frustrierend und schwierig. Ein Shiny ist ein Shiny. Also wieso gibt es Shinies, die so häufig sind und so leicht zu bekommen sind und dann bei manchen Shinies so gegeizt wird. Der Unterschied zwischen dem C-Day, da 14, 15 Shinies zu fangen und einem Event, wo man 1000, 2000 anklickt und nicht mal ein Shiny bekommt, ist einfach viel zu krass der Unterschied für mich. Ich weiß auch nicht genau. Es war so ein Gedanke, der mir gekommen ist, die letzten paar Tage mit den ganzen Shinies. Müssen Shinies selten sein? Dieses Argument mit dem hinterhergeworfen kann ich auch nicht mal so ganz nachvollziehen, weil in Pokémon Go wird alles hinterhergeworfen. Es ist egal, ob es ein Shiny ist oder ein legendäres oder ein seltenes Pokémon. Am Ende hast du eh eine Menge davon. Also, wieso auch nicht bei den Shinies? Ich meine, an sich ist es gar nicht so schlimm, wenn etwas nachgeworfen wird. Die Leute haben dann eine Menge davon und freuen sich drüber. Man muss jetzt natürlich nicht dafür sorgen, dass jeder garantiert immer ein Shiny bekommt und da beim ersten Anklicken ein Shiny rauskommt. Aber dass die häufiger werden und dass dann viele Leute viele Shinies bekommen, ganz ehrlich, ich fände das nicht schlimm. Ich fände es eigentlich ziemlich gut sogar. Quest Day, jeder bekommt sein Shiny, jeder ist glücklich. Sea Day, jeder bekommt sein Shiny, jeder ist glücklich. Safari Zone, die meisten bekommen ihr Shiny, sind glücklich. Also, warum sollten Shinies selten sein? Warum? Das ist meine Frage an euch Leute. Um ehrlich zu sein, ich kann es halt nicht beantworten. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum sie selten sein sollen. Das ist so ein neuer Gedanke von mir. Bin selber noch nicht ganz überzeugt von dem Gedanken, aber ich tendiere schon in die Richtung. Allgemein und in den Kommentaren. Das war's von mir, Leute. Ich gehe jetzt raus, mein X-Rate machen und ein paar Reden natürlich. Und noch ein paar Giratina-Rates. Vielleicht kriege ich da noch einen besseren als den ich momentan habe. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business.